Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zur Assetto Corsa an der Version 1.16.3. Im heutigen Video möchte ich euch darüber informieren, was es so Neues gibt aus der Welt des Shader-Patches von Ilya Yusupov, denn da kam mit dem letzten Update auf die Version 0.1.24 endlich mal eine Versionsnummer, die man richtig aussprechen kann. Eine Funktion im Spiel, die mir sehr, sehr gut gefällt. Die gab es auch schon früher mit der Real Head Motion Mod, aber da bin ich nicht so mit klar gekommen. Um was geht's? Ganz einfach darum, dass der virtuelle Fahrer seinen Kopf zum Scheitelpunkt bewegt, wenn man auf eine Kurve zufährt oder wenn man einlenkt, dass er dann den Blick in die richtige Richtung, also in die Richtung, in die man lenkt, bewegt. Darüber hinaus haben wir hier mit dem Shader-Patch eine Schulterblickfunktion und die finde ich richtig, richtig geil. Sowas habe ich noch nie gesehen in dem Rennspiel, dass es das gibt. Hui, jetzt stand ich da aber dumm im Weg rum. Ich mache mal die Scheinwerfer an, damit es noch geiler aussieht. Ich habe mich extra hier hingestellt, es sieht so geil aus einfach. Ja, wie ihr seht, befinden wir uns auf Laguna Seca zu einem kleinen Track Day. Das Ganze deswegen, weil ich mit dieser neuen Mod, mit diesem Blick zum Scheitelpunkt, Schulterblick, nur mit Straßenwagen zurechtkomme. Ich habe versucht, die letzten beiden unkommentierten Videos aufzunehmen mit dieser Funktion, aber ja, das hat nicht hingehauen. Ich war ungefähr eine Sekunde langsamer, trotz Blick zum Scheitelpunkt, aber diese ganze Kopfbewegung, daran muss man sich erst gewöhnen, aber für Straßenfahrzeuge ist richtig, richtig geil, vor allem dieser Schulterblick. So eine coole Sache. Keine Angst, ich zeig's gleich. Ich möchte nur noch ein paar Dinge sagen. So, die nächste Neuerung bietet der Content Manager. Der wurde auch geupdatet und seit dem letzten Update könnt ihr alle Optionen für den Shader-Patch innerhalb des Content Managers tätigen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr in die Verzeichnisse reingehen, irgendwelche INI-Dateien öffnen und dann Einsen und Nullen eintragen, sondern ihr könnt mit der Maus ganz gemütlich im Content Manager alle Optionen für den Shader-Patch ändern. Und das ist richtig, richtig gut, weil das macht die Sache viel einfacher und ich glaube, das holt nochmal ein paar Menschen mehr ab, die ja bislang vielleicht zurückgeschreckt haben, den Content Manager und den Shader Patch überhaupt zu benutzen. Ja, denn man muss schon ein bisschen rumfummeln. Aber die Zeiten sind vorbei und ja, Assetto Corsa wird einfach besser oder immer besser. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre noch so kommt. Jetzt gehen wir mal ins Cockpit rein. So sieht das Ganze jetzt im Content Manager aus. Wenn ihr auf Settings geht und dann auf Custom Shader Patch, könnt ihr alle Funktionen aktivieren und deaktivieren. Die aktivierten Funktionen sind weiß, die deaktivierten Funktionen sind grau. Für unser heutiges Video brauchen wir die Neck-Funktion, also den Blick zum Scheitelpunkt mit Schulterblick. Und wenn ihr etwas verändert, dann wird es auch eingefärbt, sodass ihr das seht. Also wenn ich jetzt hier den Wert verändere, wird er eingefärbt, sodass ich sehe, okay, hier habe ich was getan. Wenn ich wieder zurückgehe auf den Standardwert, dann verschwindet die Einfärbung. Finde ich eine coole Sache. Ihr könnt euch mal die anderen Sachen angucken und euch da durchklicken. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall nie wieder in die INI-Dateien reingehen und selber irgendwelche Zahlen eingeben. Ihr könnt es alles hier ganz gechillt machen und auch verschiedene Sets abspeichern und dann immer wieder ausprobieren und hin und her switchen. Das finde ich richtig, richtig klasse. Ja, ich denke sowieso, dass der Content Manager und der Shaders Light Patch Assetto Corsa einen riesen Aufschwung gegeben haben und ich denke, dem Spiel stehen noch ein paar gute Jahre bevor. In diesem Sinne, viel Spaß noch mit meinem Video. Und dann zeige ich euch, was ich euch eigentlich zeigen möchte. Also, wenn ich jetzt nach links lenke, bewegt sich der Kopf des Fahrers nach links, wenn ich nach rechts lenke, nach rechts. Und wenn ich jetzt nach links blicke, mit der Taste nach links gucken und dann die Taste nach rechts blicken, noch dazu drücke, zack, dann kommt eben der Schulterblick nach links. Wenn ich die Taste nach rechts gucken drücke und dann die Taste nach links gucken dazu nehme, dann mache ich einen Schulterblick nach rechts und das finde ich richtig, richtig geil. Ich habe noch wegen den Screenshots der letzten beiden Videos, habe ich noch Motion Blur aktiviert, also die Bewegungsverzerrung. Und wenn man dann aus dem Fenster guckt, dann wird es ziemlich krass, weil dann verwischt einfach die Umgebung so stark, ja, dass man nicht mehr zu Rande kommt. Aber eine coole Sache, also ich finde es super geil, hier einen Schulterblick machen zu können. Ja, Wetter muss ich nicht sagen, ist natürlich von Peter Böse. Ich habe mich mal wieder für einen Sonnenuntergang entschieden, weil es einfach geil aussieht. Achso, noch eine Sache zum Gefährt. Dieser wunderbare Ferrari Testarossa stammt natürlich von Alberto Daniel Russo und Jason Coates. Die sind für die Need for Speed Series verantwortlich. Link dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung, beispielsweise die Viper. Stammt auch von denen oder hier der Lamborghini Diablo. Saucoole Karren, die modden. Ich kreis mal um den Ferrari rum.
Neulich kam auch die Corvette raus, Baujahr um die 95 rum, so wie der Ferrari hier. Und die beiden Modder haben es einfach drauf. Die kriegen noch Hilfe von anderen Moddern, die haben es auch alle drauf, aber die beiden, das sind einfach die prominenten Namen, die ich mir auch gut merken kann. Ja, der Ferrari hat einfach den Vorzug bekommen, weil die Corvette nicht ganz so gut klingt und ich kann auch nicht mit der so gut fahren wie mit dem Ferrari. Der liegt so gut auf der Straße, macht richtig Laune. Und jetzt würde ich sagen, Schulterblick nach links und dann schließen wir uns diesem Kollegen mal an. Die KI steht auf 100%, 100% Aggressivität. Ich denke nicht, dass ich mithalten kann. So, jetzt seht ihr, wie sich der Kopf nach links bewegt vom virtuellen Fahrer. Und wie gesagt, für Leute mit so einem kleinen Bildschirm, wie ich ihn habe, ist eine coole Sache. Vor allem habe ich jetzt keine zusätzliche App oder Mod dafür, sondern kann das einfach ganz bequem über den Content Manager aktivieren und deaktivieren. Ja, der Sonnenuntergang ist so malerisch hier auf Laguna Seca. Ich glaube, Temperatur habe ich auf 28 Grad gestellt. Also je wärmer ihr die Temperatur einstellt, desto wärmer werden auch die Farben. Und wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich auf so Sonnenuntergänge oder Aufgänge einfach stehe. Oder auch Herbstfarben. Es liegt mir einfach. Da geht mir einer ab. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ja. Zurück zur Kopfbewegung. Hier sieht man es jetzt schön, wie der Kopf zum Scheitelpunkt zeigt. Und dann kann man einfach besser einschätzen, wie viel Platz man noch hat. Es braucht ein bisschen Übung, man muss reinkommen. Aber wenn man mal den Dreh raus hat, dann passt es eigentlich ganz gut. Wobei ich mir noch schwer tue, sind Slides. Also übersteuern kann ich nicht gut abfangen mit der Ansicht. Muss ich gerade überprüfen, ob ich im zweiten Gang bin. Der war so untertourig. Ja, also wenn jetzt das Heck massiv ausbricht und ich so in den Powerslide reingehe, dann fehlt mir noch in der Ansicht die Kontrolle. Denn der Kopf bewegt sich dann oft zu langsam, beziehungsweise blickt der Kopf noch zum Scheitelpunkt, aber das ganze Fahrzeug steht anders in der Kurve. Ja, und das kann die Mod einfach nicht so gut darstellen. Nein, nein, nein. Ich bin schaltfaul. Hätte ich jetzt eigentlich gerade noch einen dritten schalten können. So, wen haben wir dann auf die Strecke geladen? Also wie gesagt, fast alle Fahrzeuge stammen von Daniel Alberto Russo, A3DR wird er auch genannt, und Jason Coates, Afid Gott oder so, also A-P-H-I-D und dann Gott. Ja, buchstabieren und fahren, meine Spezialität. Achso, jetzt hatten wir uns gerade gesehen mit dem Motion Blur, ich finde es so gut. Achtung, ich mach nochmal, wenn ein kurzes gerades Stück kommt. Ja, zack. Uah, creepy. Ich möchte mal jetzt auf jemanden warten, noch auf irgendein Fahrzeug, mit dem ich mithalten kann. Ich meine, wir haben hier 425 PS bei einem Gewicht von 1500 Kilogramm. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Ferrari leichter wäre. Aber so ein fast 5-Liter-Maschinchen wiegt natürlich auch einiges. So, wen haben wir denn da? Wer ist denn der Rote? Schwer zu sagen durch die Spiegel. Achso, was man jetzt natürlich nicht mehr hat, wenn man diese Mod benutzt, wenn man diese Neck-Funktion benutzt, also Ilya Yusupov nennt es im Content Manager Neck. Da kann man diese Kopfbewegung einstellen, also man kann verschiedene Werte auch ändern. Man kann nicht mehr so straight nach hinten gucken, 180 Grad, wie man es in der normalen Ansicht kann.
So, jetzt ist ein bisschen peinlich, weil jetzt habe ich hier den Honda auf die Strecke geladen. Und ich weiß nicht, von wem der ist. Ich glaube, der könnte auch von den beiden sein. Also von der Qualität auf jeden Fall. Ein steinstarkes Ding. Oh, ein Kegel. Fliegt einfach ein Kegel rum. Nein, da kommt der von innen. Der hat meinen Drift gestört. Aber man soll ja nicht driften bei so Track Days. Habe ich mal irgendwo gehört. Also ich weiß nicht, wie es für euch sein wird, wenn ihr hier zuguckt, diese Kopfbewegung, ob euch das stört oder nicht, müsst ihr in die Kommentare reinschreiben. Gut, ich sehe es ja dann selber, ob es mich stört. Oh, nein. Genau das meine ich. Jetzt habe ich zu spät gegengelenkt, beziehungsweise habe ich nicht so richtig schön in Drift lassen. So, mit dem GTO, da müsste ich doch mithalten können, oder? Ich meine, der ist immerhin ein paar Jährchen älter. Ungefähr 10, oder? Sieht so noch geiler aus, wenn man die Scheinwerfer ausmacht. Hat aber einer einen Abflug gemacht. Überschwan. Eigentlich wollte ich euch die Corvette noch zeigen. Aber es ist jetzt schwierig, da hinterher zu fahren, wenn man keine sieht. Die Kurve ist so mies mit Straßenfahrzeugen. Weil da einfach das ganze Auto rollt und die, ja, zu... Also vor allem hier die älteren Karren, die sind zu schwammig. Weiß gar nicht, von welchem Fahrzeug die den Sound geklaut haben. Weil bei allen anderen Fahrzeugen dieser Need for Speed-Reihe, da wurde der Sound ausgeliehen von Kunos-Fahrzeugen. Also ich glaube, minimal verändert. Die Viper hat zum Beispiel irgendeinen V10-Sound, also vom Lamborghini oder vom Audi. Genau, da komme ich jetzt in Drift rein, dann ändert sich die Kamera und dann komme ich nicht hinterher mit dem Lenken, genau. Und dann ist er weg. Aber schön, die Bewegungsverzerrung. Gefällt mir eigentlich. Also wie gesagt, ich habe es nur zufällig drin wegen den Screenshots der letzten Videos. Aber mit Bewegungsverzerrung zu fahren hat auch seine schönen Dinge. Ah, der Sonnenuntergang. So, wo ist jetzt eine Corvette oder ein BMW? In so ein BMW mit 240 PS, oh, mit dem könnte ich mithalten. Obwohl der ein bisschen leichter sein müsste. Da steht einer in der Box. Die Schatten sehen ein bisschen komisch aus jetzt von der Viper. Aber es liegt daran, dass das die neuen Schatten sind. Die bringt auch der Shaders Patch mit sich. Da hat man beispielsweise, wenn man mit Rallye-Fahrzeugen fährt und einen Sprung macht, dann hat man einen Schatten unterm Auto, was man normalerweise in Assetto Corsa nicht hat. Aber dann scheinen halt diese Schatten auch mal durch eine Wand durch. Uah, genau, da war's wieder. Blick zum Scheitelpunkt plus Drift funktioniert einfach nicht so gut. Zumindest nicht für mich. Nee, da ist er schon wieder weg. Ah. Jawohl, der BMW. Ah, komm, mit dir kann ich gemütlich in den Sonnenuntergang fahren. So wie Sheldon Cooper in irgendeinem Spiel in den Sonnenuntergang läuft mit seinem Cowboy.
Ja, da habe ich einfach mehr Power. Und weg ist er. Ich finde es auch geil, wie einfach die Scheinwerfer in den Spiegeln, wie das alles funktioniert. Man kann auch im Content Manager einstellen, wie viele Scheinwerfer man sehen möchte, also wie viele Fahrzeuge Scheinwerfer haben sollen, wann die Scheinwerfer zu sehen sein sollen. Beispielsweise kann man einstellen, dass die Scheinwerfer erst sichtbar werden, wenn es weniger als 6 Fahrzeuge sind oder so. Was halt einfach bei der Performance hilft. So, ich würde sagen, noch eine Runde, dann fahre ich in die Box. Eigentlich hätte das Video auch sehr kurz sein können, denn ich hätte ja nur diesen Blick nach links und Schulterblick zeigen müssen und dann wäre ich fertig gewesen. Aber es macht einfach Laune, auch wenn es sich gerade nicht so danach anhört oder auch nicht so aussieht, aber es macht unheimlich viel Spaß, mit dem Ferrari hier zu fahren. Ja, der Trip war okay. Zwar nicht rausgezogen bis zum Rand, aber wenigstens nicht so einen hässlichen Gegenpendler drin gehabt. Falls euch interessiert, wie man wunderbare Screenshots machen kann, der Kellnor, der sehr, sehr gute Screenshots macht, also ich finde alle Screenshots von dem unglaublich gut, der hat jetzt im Assetto Corsa Forum gepostet, wie man Screenshots hübsch hinbekommt, hat auch seine Einstellung für den Content Manager gepostet, also falls euch das interessiert, loggt euch ein, lest im Forum nach. Den Post hat er, glaube ich, heute oder gestern war es, hat er den verfasst. Ja, ziemlich cool. Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert, aber ich müsste dann immer zurückschalten, wenn ich fahre, weil mit den Einstellungen für die Screenshots kann ich nicht fahren. Ja, sieht aber richtig fett aus. Und ich habe jetzt was rausgefunden mit den Screenshots, mit der FR8-Kamera und Motion Blur, wie die einfach geil aussehen. Ich hoffe, ich kriege hierfür auch ein paar gute Screenshots hin. Obwohl, kommt, ich nehme euch mit. Planänderung. So, Lollipop Man geht hoch. So, jetzt gehen wir in die Wiederholung rein. Ich glaube, das habe ich noch nie mit euch gemacht, dass wir hier in die Wiederholung gemeinsam reingehen. Suchen uns hier mal irgendeine Stelle. Jetzt könnte ich hier den Screenshot machen, aber ihr seht, dass der Hintergrund jetzt scharf ist und das möchte man ja nicht. Man will ja die Bewegung des Ferraris irgendwie darstellen und zeigen, dass der wirklich gerade hier schnell den Hang runterfährt. Deswegen gehen wir jetzt hier ein bisschen zurück, gehen auf Play, machen mal alles weg und jetzt drücke ich gleich die F8-Kamera, wenn er vorbeifährt. Zack. Und jetzt hätten wir, oder ich blende euch jetzt den Screenshot davon ein. Jetzt haben wir eine wunderschöne Bewegungsverzerrung im Hintergrund. Moment, warten wir nochmal, bis eine gute Stelle kommt. Also einfach laufen lassen, die Replay. Könnt ihr auch in halber Geschwindigkeit laufen lassen. Und dann könnt ihr einfach die F8-Taste drücken, wenn ihr ja, den Screenshot machen wollt. Und dann habt ihr diese Bewegungsverzerrung mit drin. Den Wert habe ich jetzt im Content Manager auf 6 gestellt. 12 ist die höchste Stufe. Da wird die Bewegungsverzerrung am feinsten, aber das frisst ganz schön Power. So, zack. Man sieht es auch immer, wenn dann das Bild so anhält und das Foto macht, dass die, dass der Hintergrund verwischt. Und damit kann man richtig tolle Screenshots machen. Also ich habe gestern Nacht habe ich, was weiß ich, glaube eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde einfach nur Screenshots gemacht, weil ich es so geil fand. Zack. Ja, und die letzten Screenshots, also von dem Monza-Video mit dem Porsche 911 RSR, ja, darauf bin ich schon ein bisschen stolz, dass mir das so gut gelungen ist. Das habe ich dann schwarz-weiß gemacht. Ja, macht einfach Spaß, in Assetto Corsa da ein bisschen rumzuspielen. Zack, wieder unscharf geworden der Hintergrund. So muss es sein. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wie der Kellnor das hinbekommt, seine Bilder so gestochen scharf zu bekommen, also die Fahrzeuge, aber den Hintergrund verwischt. Denn wenn man das Ganze so macht hier, also normalerweise habe ich Screenshots immer so gemacht. Ich habe gewartet, bis der vorbeifährt.
Dann Pause. Jetzt sind die Räder zwar unscharf oder in Bewegung, das ist ja gut, aber der Hintergrund, die Wand hier beispielsweise, die sitzt gestochen scharf und das ist echt hässlich. Dann bin ich immer in den Fotomodus reingegangen, habe hier rumgespielt an den Werten und versucht, es irgendwie einigermaßen hinzubekommen, aber so richtig geile Shots waren da nie dabei. Also ja, eben wegen der Bewegungsverzerrung. Lange Rede, kurzer Sinn, das wollte ich euch noch zeigen. Ansonsten würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Jetzt ist schon wieder spät geworden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Guckt auch in die Videobeschreibung rein. Meistens stehen da irgendwelche interessanten Dinge. Manchmal auch Dinge, die ich vergessen habe im Video zu sagen. Die kommen dann immer in die Beschreibung rein, dass da immer alles vollständig ist. Und ja, die ganzen Mods, die ich benutze, die sind eigentlich auch immer unter den Videos drin. Also gerade der Shaders Light Patch, Content Manager von Peter Böse natürlich, die Wettersachen. Ja, das ist alles drin. Und ja, ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche, einen guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns die kommenden Tage wieder oder hören uns. Macht's gut. Tschüss.